Finale, dieser Star belegt 3 im Dschungelcamp. Auch für diesen Star hat sich der Traum von der Dschungelkrone erledigt. Die Show aus dem australischen Busch geht heute zu Ende. Gestern mussten gleich 2 Camper den Traum vom Titel aufgeben. Cosimo Ciciolo, 41, und Jolina Mennen, 30, schlitterten ganz knapp am Einzug ins Finale vorbei. Die verbliebenen Kandidaten mussten sich heute alle in einer Einzelprüfung beweisen. Und nun flog der erste Promi aus dem Finale. Lukas, 55, ist raus. Nun können nur noch Jamila und Gigi Dschungelkönig 2023 werden. Die beiden sind überrascht von Lukas' Ausscheiden, das kann nicht sein, sagt die 55-Jährige. Nur noch wenige Minuten, bis feststeht, ob die Visagistin oder der Reality-Star die meisten Zuschauer überzeugte. Die meisten Anrufe bekam und damit den Thron besteigen darf. Beide verbliebenen Kandidaten legten in den vergangenen 2 Wochen eine echte Heldenreise hin. Jamila, 55, entwickelte sich von der zurückhaltenden Nachrückerin zur herzerwärmenden, lustigen Favoritin. Gigi, 23, kam als TV-Casanova in den Dschungel und zeigte sich im Laufe der Zeit öfter von seiner weichen Seite. Wer holt den Sieg? Alle Infos zu Ich bin ein Star, holt mich hier raus auf RTL+.